Hey Freunde! Und zwar könnt ihr in diesem Video drei von diesen Stickerbomb-Paketen von Kein Meter ohne Helm, also KMOH, kommt in die WhatsApp-Gruppe, könnt ihr von diesen Stickerbombs eine gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal mir auf Insta folgen, einmal KMOH, Link in der Beschreibung, auf Insta folgen, die WhatsApp-Gruppe beitreten und einen Kommentar unter dieses Video schreiben und natürlich das Video liken. So. Diese Sticker sind da drin, ne? Einmal Scooter Attack, kein Meter und Helm. Nochmal Scooter Attack, Bolini, Rockstar, alles mögliche. Und der neue KMOH Holo Sticker, das ist persönlich mein Favorite, zusammen mit diesen. Die sind auch extrem nice. Und wenn ihr eins davon gewinnen wollt, ein so ein Sticker Pack, dann schreibt wie gesagt einen Kommentar, folgt mir auf Insta, folgt kein Meter und Helm auf Insta, liked das Video und schreibt einen Kommentar. Und dann könnt ihr auch schon eine von diesen Stickerbombs gewinnen. Klatscht euren Roller damit voll. Und ja, jetzt geht's weiter zum Video. Hey Freunde! So, wir sind auf dem Roller. Ich wollte jetzt kurz zum Edeka fahren. Dann würde ich für die Schule noch morgen was holen und sowas. Der Zylinder für die Speedfight ist gerade angekommen. Den baue ich nachher irgendwann wahrscheinlich ein. Und oh, es ist wieder so kalt, Junge. Warum habe ich denn jetzt wieder keine Jacke mit? Oh, es ist gottlos kalt, sage ich euch. Aber egal, wir ziehen durch. Die hatte einen Kolbenfresser und jetzt habe ich es endlich mal hingekriegt, irgendeinen Zylinder zu bestellen. Ist nur so ein billiger, Too Extreme oder sowas. Aber das ist mir egal, weil der Roller wird verkauft. Direkt, wenn der wieder einwandfrei läuft, die Speedfight, wird die direkt verkauft, irgendwo hin. Ja, es tut mir eigentlich schon weh, weil es ja mein erster Roller war, die Speedfight. Aber ja, egal. So, jetzt können wir Vollstoff geben. Oh, mir ist so kalt, Digga. Gott. Morgen kommen die Gewichte. Also, da steht garantiertes Lieferdatum morgen, deswegen morgen kommen die Gewichte. Aber, Moment. Was für ein Fehler ist aufgetreten? Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wann die Dings ankommen, ob die jetzt wirklich morgen kommen. Na, scheiß auf, Digga. War auch das letzte Mal, dass ich da was geguckt habe. Na egal, scheiße auf Sega. Auch wirklich das letzte Mal. Oder pennt da eine Taube oder ist sie tot? Wir gucken auf dem Rückweg. Boah, hier stinkt's aber gewaltig. Boah, Digga, was ist das denn? Fisch, Digga. Irgendwo einfach Fischwagen oder so explodiert. Gott, ekelhaft, Digga. So, da vorne ist Edeka. Fahren wir jetzt hin. Fuck, ich hab keine Maske, oder? Ach doch, ich hab eine Maske, aber eine alte. Scheiße, Digga. Gut, dann gehe ich kurz rein. Bis gleich. So, weiter geht's. Boah, ich stinkt so nach Fisch überall, Digga. Was ist das? Haben wir wie immer unsere Standardroute. Hier, schon wieder Mülltonne, Digga. Hä? Chabo hätte sich gefreut. Ist natürlich gut, dass es jetzt nicht noch später geworden ist mit dem Video. Weil sonst, wie gesagt, hätte ich wieder keins machen können. Vorfahrt nehmen, gar keinen Bock. Mit 55 durch die Fußgängerzone, gar keinen Bock. Vollbremsung, gar keinen Bock. Heute riecht es irgendwie in ganz Kevlar riecht es irgendwie extrem komisch. Ich weiß nicht warum. Gestern das Video. Ich habe das mit einer niedrigeren Bitrate. Ich hatte sonst immer eine 50.000er Bitrate eingestellt bei dem Video-Upload. Also bei dem, beim, wie heißt das, Digga? Beim Speichern halt hatte ich eine 60.000er Bitrate oder sowas angemacht oder 40.000. Und dann habe ich geguckt, die Qualität ist eigentlich besser als eine höhere Bitrate. Ich weiß, macht gar keinen Sinn eigentlich, aber ich weiß, irgendwie vorher hatte ich 100.000er Bitrate eingestellt, aber die Videos waren immer ein bisschen irgendwie zu scharf, obwohl ich bei der GoPro ein Sharpness Medium gemacht habe. Keine Ahnung, aber irgendwie war das mit 60.000er Bitrate oder 40.000er Bitrate war viel besser als 100.000er. Keine Ahnung warum. Ja, okay, dann fahren wir geradeaus. Eigentlich wollte ich jetzt rechts fahren, aber. Es ist so kalt, ne? Oh, Digga, es ist gottlos kalt. Einfach gottlos kalt, Digga. Es ist. Oder wie viel Grad ist es denn?
Es ist 19 Grad, Bruder. Und ich gehe ohne Jacke raus, Bruder. Die Sticker, falls ihr keinen Roller habt, könnt ihr euch natürlich die Sticker sonst wo anders hinkleben. Irgendwie Zimmertür oder so habe ich welche. Also so mache ich das. Also wenn ihr könnt auf jeden Fall mitmachen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, alles was ihr dafür tun müsst, ist mir auf Instagram folgen. KMOH auf Instagram folgen, also kein Meter ohne Helm. Auf Instagram folgen, natürlich meinen YouTube-Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben und dieses Video liken. Und dann natürlich, also indem ihr das Kommentar geschrieben habt, nehmt ihr quasi automatisch am Gewinnspiel teil. Und am Ende lose ich den Gewinner mit einem Zufallsgenerator aus. Dann gucke ich, ob der halt alles gemacht hat, ob der mich abonniert hat, KMOH abonniert hat und sowas. Also es wird entweder drei Gewinner geben oder einer, der alle drei Packs kriegt. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, drei Gewinner zu machen. Deswegen, ich würde sagen, die drei Gewinner werden dann ausgelost. Ich schaue danach, ob die alles gemacht haben. Kommentar geschrieben, geliked, bla 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 bla. Und wenn das der Fall ist, dann müssen die mir, oder dann schreibt ihr mir halt, die Gewinner müssen mir dann auf Instagram eine Nachricht schreiben. Und dann, also die Adresse schreiben. Und dann brauche ich nur noch die Adresse draufschreiben auf den Zettel. Und dann kann ich es euch direkt rüber schicken. So, ich wollte jetzt noch... Boah, jetzt riecht hier wieder nach Fisch, Digga. Bah, oh mein Gott. Es ist so gottlos, wie es hier riecht, Digga. Oh, Digga, what the fuck. Boah, Junge, Alter. Ich wollte jetzt nach der Taube einmal gucken, ob die tot war oder hier irgendwie nur gesessen hat. Weil das sah nur so aus, als hätte die einfach rumgesessen. Aber sie ist weg. Das heißt, entweder... Ja, okay, sie ist weg. Ich hoffe, dass sie dann weggeflogen ist. Bruder, heute ist mir was Witziges passiert in der Ape. Die in der WhatsApp-Gruppe haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. In der KMOH-WhatsApp-Gruppe. Wo ich heute nach Hause gefahren bin. Von der Schule nach Hause gefahren bin mit der Ape. Habe ich so einen Rennradfahrer überholt. Und dieser Rennradfahrer ist fast genauso schnell gefahren wie mit der Ape, wie die Ape. Also er ist so quasi so 40 km/h gefahren, ich so 45. Und er ist die ganze Zeit, also er ist halt da gefahren und ich habe ihn so überholt, ganz langsam, weil ich konnte ja nicht schneller, weil die Ape fährt ja nur 45. Und dann habe ich ihn so überholt und er ist so in den Sprint gegangen, Digga, und hat sich, ist hinter meiner Ape gefahren. Ich dachte erst so, Bruder, will der sich jetzt festhalten oder was? Aber Bruder, der ist ja wegen dem Windschatten, ist er hinter mir gefahren, Digga. Das war so geil. Und das ist ja irgendwie 15 Minuten lang. Und irgendwann stand in einer Kreuzung, Digga, er ist rechts neben mir gefahren. Er ist so vorgefahren. Und dann meinte ich so, jo, für den Windschatten, ne? Der so, jo. Er so, danke. Ich so, jo, gerne. Alle Rennradfahrer sind immer Assis. Man sagt ja, Rennradfahrer halten den Verkehr auf, weil sie selber keinen mehr haben. Dann würde ich sagen, folgt mir auf Instagram und folgt auch KMOH auf Instagram. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jetzt zeige ich gleich noch einmal, was ihr alles noch gewinnen könnt, damit ihr es nochmal eingeprägt bekommt. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. So, also nochmal, das hier könnt ihr alles gewinnen. Es wird in so einem Umschlag hier kommen. Ich werde dann einfach, die Gewinner werden mir ihre Adresse schreiben. Und dann werde ich hier die Adresse von euch draufschreiben und werde es direkt am gleichen Tag noch losschicken. Der geile Holo-Sticker, den feiere ich wirklich extrem. Ja, wenn ihr gewinnen wollt, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Like das Video, abonniert mich, abonniert KMOH auf Instagram und abonniert mich auf Instagram. Und schreibt natürlich einen Kommentar, dann kann ich es in dem Zufallsgenerator euch auslosen. Und die Gewinner check ich dann, ob ihr alles gemacht habt. Und dann, ja, könnt ihr auch schon so ein Pack hier gewinnen. Das wird dann, wie gesagt, in so einem Umschlag kommen. Hier steht auch nochmal KMOH. Richtig geil. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.